Mit Ton, was für ein attraktiver Bursche hier. Kann ich das drehen ein bisschen? Nee, Verbesserungen habe ich aber noch. Hier drüben blinkt es. Ach, ich kann schon noch einen Runenplatz fürs Schwert, aber das nützt mir ja noch nichts. Erhöhte Gesundheit, ja, erhöhte Gesundheit ist immer gut. Appendices. Aha. Ach so, das sind hier Informationen über die Kräuter. Lese ich mir jetzt nicht alles durch, aber finde ich ja ganz interessant. Das haben sie bestimmt aus den ganzen Kompendiums und was es da nicht alles mittlerweile gibt. Oh, das sieht aber ganz nice aus hier. Hügelgräber nicht entdeckt. Ich habe schon sehr viel entdeckt dafür, dass ich noch nicht weit bin. Okay. Gehen wir mal dem Dicken hinterher. Oh. Schade, ich hätte ihn auch runterschubsen sollen, oder? Naja, komm, befrei mal die Sklaven. Nice. Also das spielt sich schon sehr wie eine Mischung aus Assassin's Creed und Batman. Ich bin ja überhaupt kein Assassin's Creed-Fan. Ich finde die Serie ziemlich ätzend. Aber das liegt auch ein bisschen dran, dass das Kampfsystem von Assassin's Creed ziemliche Grütze ist. Und dadurch, dass hier das Batman-System verwendet wird, macht es schon gleich mal eine Menge mehr Spaß. Vier Sklaven befreit, super. Ist doch kein Stress, Freunde. Ach, hier ist so ein Turm, oder? Okay. Ich kann jetzt diesen eigentlich nicht existenten Turm hochklettern. Okay. Dann machen wir das mal. Klong. Nice. Wenn du dich nicht in einem Kampf oder Auftrag befindest, kannst du jederzeit zwischen verschiedenen Schmiedetürmen schnell reisen. Okay. Ja, das ist doch nice. So. Okay, ja. Bin wohl so eine Art Zombie und deshalb kann ich auch aus großen Höhen runterspringen. Wie viele Pfeile habe ich denn? Sehe ich das irgendwo? Nee, ne? Dreieck, locke unachtsame Gegner an einen Ort. Hä? Okay. Ablenken. Map! Habe ich eine Hupe eingebaut? Einer. Shit. Na los, komm, Freunde. Machen wir das wie früher. Was hier ganz angenehm ist, dass während ich so einen Takedown, so einen Boden-Takedown mache, dass ich dann trotzdem noch kontern kann. Das ging bei Batman nie und das war immer ein bisschen ja, blöd. Man musste halt immer aufpassen, dass man erst die Gegner am Boden erledigt, wenn alle anderen auch liegen oder die weit genug weg sind, sonst hat man halt mal schnell eine aufs Maul gekriegt. Das ist ganz angenehm, dass das hier gleichzeitig geht oder dass er dann halt unterbricht. So, Gollum. Was? Hab ich den Pfad verloren? Ach hier. Noch was. Ja, die stellen alle meine Gesundheit her. Ups. Ah, okay. Laufen würde ich das nicht nennen, du. Das war ein bisschen Gekrabbel. Suche auf der Karte nach Jagdherausforderungen. Aha. Tritt die Geister. Okay. Das war jetzt nicht so schwer herauszufinden, wo er ist. Aufsammeln, was ist das?
Noch mehr tote Menschen oder Elben. Was für ein Zauber ist das? Das waren seine Freundinnen, oder? Naja, so wie er aussieht, ist er schon länger tot. Achso, wir haben beide unsere Familie verloren. Ja. Ah, hallo. Was hat der denn im Rücken? Was hält der L2? Ja, okay. Blom. Ah ja. Da drückt's ihn mit einer Gewalt zu Boden, mein lieber Mann. Folge der Kreatur aus der Höhle heraus. Gibt's hier nicht noch was zu entdecken? Hier leuchtet doch noch was. Noch mehr Kräuter. Osserond eingesammelt. Was ist denn das hier? Nix. Mann, da hat er mich ja in eine Falle gelockt, du, mein lieber Mann. Ach so, doch, hier unten, unter der Karte. Links ist meine Gesundheit, rechts ist, nehme ich an, hier, ja, das ist die Bullet Time. Und unten drunter sind die Pfeile. Das heißt, ich bin jetzt voll, okay. Ja. Ja, nett, dass ich schon so früh vorgewarnt werde. Sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Ah. Neuer Feind, Jäger. Jäger sollten schnell getötet werden. Drücke während des Laufens X, um Speeren auszuweichen. Okay. Ups, das war blöd. Weiche Speeren mit X aus. Dann mache ich die immer schnell platt. Aua, hier. Drücke X, um Angriffen auszuweichen. Ah, okay. What? Bin ich jetzt schon tot? Einführung, letzte Chance, bewege das Symbol. Was mit L in den Kreis hinein und drücke dann die angezeigte Taste, um einen Konter auszuführen. Okay. Okay. Ah, fick. Ich hätte schon wieder letzte Chance. What? Chance nicht genutzt. Oh Mann. Du bist gestorben. Tipp. Ah ja. Du bist gestorben. Tipp. Versuche nicht zu sterben. Hm. Na schön. Die Hundis hier kann ich natürlich nicht blocken. Aber ich habe hier eigentlich genug Pfeile. Ich meine Bullet Time. Hoffentlich hat es das nicht gespeichert, wo ich die so verschwendet habe. Ja. Hier verfolgt zu haben. Ach! Spitzen-Tipp wieder hier. So. Genau, einfach ein bisschen in die Höhle gehen, dann können sie da eh nicht so leicht ballern, die Trottel. Die Biester kämpfen auch gegen die Orks hier. Ey, ich hab doch X gedrückt, ihr Schweine. Alter, der hat mich noch nicht mal richtig anvisiert, die Töle. What? Oh. Hm, das war eigentlich ganz geil, das System, wo man hier mit zurückkommen kann. Wenn die Kamera ein bisschen größer ist. Jetzt hab ich dich doch, du Sau. Oder? Der sich noch bewegt. Lebt doch noch. Er lebt nicht mehr. Okay, und jetzt heilt er sich wohl scheinbar wirklich nicht von allein. Dann muss ich also doch die Pflanzen sammeln. Wir werden ihn zwingen. Ja, ja, ja. Wir brauchen es zurück. Ja, schön, dass es die Original-Synchro ist. Ach komm, mach mal deine komische Geistersicht an und dann merkst du das doch.
wollte schon sagen. Du glaubst, es wäre so leicht, sich an mich ranzuschleichen? Nein, nein, tut uns nichts. Ach, das Juwel interessiert keinen. Leuchtender, ja. Ja, wir kennen ihn. Leuchtender Herr kam zu uns. In unseren Träumen. Ah, ja. Ja, der gute alte Gollum-Trick einfach mal schön in die Hand gebissen. Der Gollum. So ein Drecksack. Natürlich. Wir zeigen ihm seine Schätze. Gollum, Gollum. Raucherhusten ist was Schlimmes. Ich traue ihm nicht. Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wer ich bin? Ja. Ach, er hat keine Erinnerung und kann mir deshalb auch nicht sagen. Ah, Auftrag abgeschlossen. Okay. Halt. Ach, das ist schon nachgewachsen, das Gemüse. Och, regeneriert aber reichlich, also. What? Goffel der Meuchler, okay. Ich würde sagen, du hast leider keine Chance, Kollege. Leid mir das tut, wie wär's denn mit der Nahkampfwaffe? Ja. Okay. Halte R1 gedrückt und jetzt? Verhören! Evil! Informationen sammeln! Wähle ein Ziel aus, um weitere Informationen zu erhalten. Du kannst die Schwäche eines Hauptmanns erfahren. Aha. Ach, hier hinten, das ist der Typ doch, den ich hier jetzt habe. Stärken, Schwächen. Machen wir mal Informationen. Tarak der Ängstliche, wow. Da habe ich jetzt auch Angst vor dem. Findet sich hier westliche Garnison, okay. Kann ich noch mehr verhören? Nein. Ach. Oh, schockschwere Not. Aufsammeln, her damit. Schön mit meinem Staubsaugerhammer. Oh, Leute. Ihr nervt ein bisschen. Um ausgestoßenen Rettungsmissionen freizuschalten. Aha. Hab noch nicht so raus, wie ich wieder die Bullet Time hier, wie ich die wieder aufladen kann. Zerbrochen, jetzt verfügbar. Okay. Ach so, das hier unten ist alles neu. Was ist denn das? Moment. So ein Dreibein. Kraut. Ach so, das ist nur so Gemüse. Ja. Anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf uns. Hier haben wir noch ein bisschen Kraut. Ich zoome mal raus. Hier hinten ist eine Hauptmission. Die ist noch gelockt. Das ist eine Mission. Dann gehe ich erstmal hinten in die Ecke, glaube ich. Ui, da lädt es aber die Texturen ganz schön nach, ja. Sieht seltsam aus. Hm. Dass du in einer Festung entdeckt. Ach, das ist eine Festung hier. Naja, gut, das müsste aber auch dabei sein. Willst du hier etwa Alarm schlagen, du Sack?
Oh, okay. Das war vielleicht jetzt nicht so die beste Idee. Okay. Fuck. Kein schlechter Alarm, halte ihn auf. Na super. Are you kidding me? Ja, toll. Da hat er schon getötet. Sind aber trotzdem erstaunlich passiv, die Gegner, oder? Hab die bei Batman teilweise wirklich aggressiver in Erinnerung. Kann ja hier trotzdem relativ problemlos mich durchschnetzeln. Auch wenn das ewig dauert so. Oh Gott, wie viele wären das denn hier? Das ist eine ganze Armee. Meine Fresse. Ach du Scheiße. Okay. Bin mir nicht mehr so sicher, ob das die beste Idee war hier. Oh je. Sieht auch langsam blöd aus, wenn ich hier jetzt noch ein paar Angriffe verpenne. Leider auch keine Ahnung, wie das mit der Gesundheit bei den Typen aussieht. Trotzdem fühle ich mich jetzt nicht wirklich bedroht, auch wenn das hier gerade wie viel? 20 Gegner oder so sind? Ah, okay, jetzt hat mich ein Pfeil getroffen. Ah, da war ich zu spät. Aber irgendwie, oder? Also, Ich verlange weder Anerkennung noch eine Belohnung für deine Stimme passt auch nicht so richtig. Aber das waren jetzt 20 Gegner und ich konnte trotzdem relativ entspannt hier durchmetzeln. Macht gestiegen, aha. Ach so, der rückt jetzt im Rang nach oben. Aha. Wuchs, die dich getötet haben, können Hauptmänner zu einem Kampf um ihre Position herausfordern. Und zu gewinnen werden befördert. Aha. Ja, das ist ja interessant. Und wo bin ich jetzt? Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen. Tod verweigert. Aha. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Okay. Gehe ich trotzdem nochmal hier hinten hin, oder? Oder vielleicht doch erstmal hier unten was? Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Was für beide Bäume? Ist noch mehr Gemüse hier. Hier ist so ein Aufstandding. Oh, Leute, wenn ihr jetzt mal nicht so schreien würdet hier. Okay, geht doch. Die Gefallenen jetzt verfügbar. Ort ansehen. Ach da, okay. Okay, okay, okay. Sie wurden so geschunden, dass sie kaum die Armen. Ach, das ist doch schon wieder einer. Uspaka Kiefersperre. Ah, ja. Jetzt hast du mich endlich. Ach, ich bin schon bekannt hier, oder was? Hä? Ein Feind. What? So, verhören wir dich nochmal. Ups. Flüchtet. What? Das ist auch von Batman eine Synchronstimme. Alter, du Drecksack. Schön. Oh, was? Der läuft noch. Gibt's ja nicht. Naja, gut. Habe ich nicht verhört. Habe ich ihn halt nur niedergemetzelt. Was soll's. Und
sein Kumpel kriegt da gleich mal Schiss. Das finde ich richtig so. Fertigkeit freigeschaltet. Okay. Zeig mal her. 2 Fertigkeitenpunkte. Nicht genügend Macht. Schließe Machtkämpfe ab. Wie mache ich denn Machtkämpfe? Konterte Gegner stolpern. Okay. Ausschalten aus der Luft. Nehme ich auch. Attribute. Mehr Geschosse. Nehme ich auch. Fokuswert. Nehme ich auch. Und einen Ruhenplatz für den Bogen. Nehme ich auch. Ein benötigtes Kraut ist in der Nähe. Wie komme ich denn hier? Habe ich da was Neues? Nee, ich habe nur 2 Plätze. Ja. Jetzt habe ich schon 2 solche Hauptmänner getötet. Mehr oder weniger unabsichtlich. Das war gar nicht so geplant, aber naja, die fielen ja einfach so in meine Hände. Was soll ich denn da machen? Aber ich habe keine Belohnung gekriegt. Das wundert mich gerade so ein bisschen, dass es dafür gar nichts gab. Hakenblatt. Ach, hier unten. Ja, ich sehe es doch schon. Erinnerung abspielen. Er ist nicht ohne Grund eingekerkert. Nur weil er gesagt hat, was wir alle denken. Willst du für immer leben und auf den Feldern arbeiten? Willst du für immer leben? Nein. Sterben, ja. Leben. Wir können ohne Schmerzen leben. Überbewertet. Ohne alt zu werden. Und du willst in den Krieg ziehen, um das wahrzumachen? Ich will, dass unser König guten Ideen ein Ohr leiht. Dann sollte er sich nicht mit Sauron einlassen. Da kennst du aber die falschen Könige. Ich kenne keinen einzigen König, der aufs Volk hören würde. Gibt's vielleicht in irgendwelchen Märchen, aber auch sonst eher nicht. In meinen Venen fließt kein numenorisches Blut. Ich bin einer der Nordmenschen, ein Vertriebener. Das hat Halas mich nie vergessen lassen. Ioret war es egal. Für die Eldar sind alle Menschen untertanen. Flüchtige Besucher, die schon bald die Kreise der Welt verlassen. Diese arroganten Schweine. Aelberes Gisonir, als ihn seine Feinde überfielen, sang er die Hymne des Elbenvolks. Es war der letzte Fehler, den sie je begehen konnten. Formen die Legende des Bogens Askar. Aha. Muss ich jetzt wieder innerhalb einer bestimmten Zeit Gegner töten, ja. Oh shit, ja. Oh Gott, wie schlecht. Meine Fresse. Das war doch ein Kopftreffer, oder nicht? Oh, komm schon. What the fuck? Das war auch nix, oder? Oh ja, Leute. Ihr wollt mich doch veräppeln hier. Irgendwie hat es jetzt auch vorhin diesen Turbo hier wieder aufgeladen. Und dann auch wieder nicht. Ja, komm. Ja. Bewege das Symbol, ich weiß. Schon mitgekriegt. Muss ich einfach nur kräftiger ziehen. Ah. Kräftiger ziehen macht den Trick. War auch kein Headshot. Elbengeschoss benötigt. Ah! Mäh.
Das war wohl nix, Naru, na klar. Natürlich, was hast du dann davon? Dann kannst du hier dich mit dem Glubschauge zum Kaffee trinken verabreden, oder was? Nee, geht ja nicht. Er kann dir höchstens beim Kaffee trinken zugucken. Ah, sogar ein Upgrade kriegt er. Vergeltungsziel. Ach so, Vergeltungsziel, weil die mich getötet haben. Naja, schön. Wer bist du, Geist? Plus 100, Tod verweigert. Ich muss also nur sterben, um Erfahrung zu bekommen. Ich erinnere mich nicht an ihn. Die schwarze Hand rief mich von jenseits des Lichts und ich folgte dem Ruf. Na schön. Gehe ich halt jetzt mal hier hin. Die schwarze Straße, die südliche schwarze Straße. Zerbrochen, das sieht doch aus wie Kloppereiauftrag. Das ist doch was für mich. Ein paar zerbrochene Werkzeuge haben diese Sklaven zu tagelanger Folter verdammt. Töte die Uruks, die sie bewachen, und rette die Sklaven. Ja, sowas von. Ich bin der große Sklavenretter. Rette die Sklaven. Zusätzlich töte zwei Uruks mit Vorsprung. Okay. What? Wieso kletterst du jetzt da nicht hoch? Ach, komm. Das sind ja keine Uruks hier, also das ist ja relativ Rille. Da steht er wieder auf, ne? Obwohl ich ihm das Messer schon reingerammt habe. Ach Leute. Seid schon ein bisschen selbstmordgefährdet, oder? Schade, dass ich noch keine so richtigen Finisher-Moves machen kann hier. Sonst würde das echt viel schneller gehen. So dauert das ja ewig hier. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass meine Waffe gar keinen Schaden macht. Man's einmal. Jetzt aber. Endlich. 31er Combo, ohne dass ich auch jetzt irgendwie besonders gut war. Noch ein Pfeil. Also nicht der Pfeil zum Sammeln, sondern hier so ein Gegnerpfeil, oder? Ui, da kann man weit hüpfen. Ach, sind das doch Uruks hier? Nein, nicht so weit. Ach du Spacken. Hast du das gehört? Halte R2 gedrückt. Schlitz! Der hat nichts mitgekriegt. Zack, bumm. Töte zwei Uruks. Na, das sind dann echt keine Uruks. Bist du ein Uruk? Nee, du bist zu klein für einen Uruk. Zeigt es doch irgendwo noch was an. Seltsam.
Na gut, befreie ich halt die Spacken. Oh je. Yeah. Die Sichtweite der KI ist eher so mau. Was? Losschneiden, komm. Ach, schön wäre es gewesen, wenn er jetzt hier runtergeklatscht wäre. Schön den Vorsprung hinab. Mit dem Gesicht voran. Ach, wollte ja noch träumen dürfen. Das sind doch Uruks. Ich kann sie riechen. Und da ist noch was. Ich hab gesehen, wie du das Werkzeug zerbrochen hast. Sehr witzig. Wie wär's, wenn ich deine Arme breche? Nur, wie soll ich denn den von oben töten? Na komm. Shit. Ey, er sieht mich nicht. Er sieht mich wirklich nicht da oben, ne? Dieser Volltrottel. Oh Mann. Aber ich krieg doch hier. Das sind doch Uruks, das wird mir doch angezeigt. Warum kriege ich denn dafür keine Punkte jetzt hier? Schleichtötung. Ach so, weil ich immer eine Schleichtötung mache und keine Vorsprung. Moment mal jetzt. Nee, das war falsch. Das muss ich mal kurz nachgucken. Kann ich denn hier meine Skills nochmal sehen? Waffen, Runen, nee. Verbesserung. Aufprall, Angriff von oben. Ausschalten aus der Luft, R2 und Viereck. Ja, mache ich doch die ganze Zeit schon. Komisch. Schleichtötung. Oh, das ist doch das. Vorsprungtötung. Ach so, Vorsprungtötung ist wahrscheinlich hier, wenn ich mich festhalte und dann einen so runterreiße. Nehme ich an. Ja, gut. Ihr seid halt leider nicht die Schlausten. Ach, das ist ein Uruk. Oder? Shit, das war wohl nix. Ach Junge, hüpf doch mal hoch hier, wenn ich dir das sag. Ach Gott, das war eine runde Grütze. Bullshit. So, jetzt habe ich hier so eine Art Kreis. Ist das die Aufmerksamkeitsspanne von den Gegnern? Die ist ja recht groß, muss man sagen. Auch nicht wirklich symmetrisch um die Typen herum. Wie lasse ich den frei? Gar nicht. Mit Eisenstacheln, du bist ja clever. Oha. Oh ja, das sind ja ein paar wieder hier. Ah, das ist wieder sowas, okay. Mach ich das doch mal noch. Und jetzt haben sie mich auch verloren. Sind nur noch aufmerksam. Das ist ja klasse. Schnellreise freigeschaltet. Der Turm ist wiedergeboren, so wie ich. Verlässt das Auftragsgebiet. Ach so, das Grüne ist das Auftragsgebiet. Okay. Now I get it. Zerbrochen. Dafür bezahlst du mit Blut. So, wo ist denn der Grüne? Hier.
Zählt das jetzt endlich? Nee, immer noch nicht. Ist doch Bullshit. Ach, warum hast du den jetzt nicht gekillt? Hättest trotzdem nur mit dem Messer voranspringen müssen und dann hättest du ihn auch geschlachtet. Ja, Leute, ihr könnt halt echt mal nicht so sonderlich viel. Ah ja, lasst dir schön Zeit, mit ihnen zu befreien hier. Ist schon recht. Nur keine Hektik. Ach, das sind Informationen hier, oder was? Informationen? Ach so, und jetzt kann ich mir wieder aussuchen. Das ist ja strange. Dass ich mir wirklich aussuchen kann, über wen ich Informationen will. Vergeltungsziel. Anfällig für Kampftodesstöße, anfällig für Schleichtodesstöße, unbeholfen. Anfällig gegen Stärken Schleicher, taucht manchmal unerwartet auf, schneller Läufer. Aha. Na gut. Hier vorne ist noch einer. Einen, der ist bereits zu viel. Oh. Ist er tot? Ja. Was sind für Bäume hier? Sind weit und breit. Ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen Baum gesehen hier. Auftrag abgeschlossen. Das freie Volk. Cool. Solche Qualen für eine einzige. Einführung ausgestoßenen Rettungsaufträge. Durch das Abschließen der Rettungsaufträge ist es sehr wahrscheinlich, dass Ausgestoßene dir helfen, indem sie dir Informationen bringen. Zerbrochene Schaufel. Ich dachte, ich wüsste, was Grausamkeit bedeutet. Doch die Uruks haben mich eines Besseren belehrt. Und eine neue Mission verfügbar. Hier unten. Scheint aber echt noch relativ weit zu gehen. Okay, ich probiere mich jetzt nochmal an dem Ding hier. Mit den Pfeilen. Kann nicht unmöglich sein. Kreuzung von Udun. Na komm. Ich glaube aber, so richtig säubern kann ich das Gebiet hier auch nie. Also, dass da irgendwann keine Gegner mehr auftauchen. Das wird wahrscheinlich gar nicht gehen hier. Ach ja, wieder nur zu kurz gedrückt. Naja, gut. Hat ja auch so gereicht. Danke, Waldläufer. Kein Ding. ja. Ihr seid echt nicht so die Checker. Die Bestie, die du jagst, ist in der Nähe. Jagdherausforderung anzeigen. Ist das eine Jagdherausforderung? Ach so, töte 3 Spinnen. Hier links stand's. Okay. Spinnen, ja, klasse. Hier drüber rennen oder was? Ah, oder so. Kann ich die wieder sammeln? Nee. Ach, ihr schon wieder er, oder? Gutzer, der Sadist. Ja, gutzer, Junge, Biste. Gutzer. Ob der verträgt oder was? Ich glaube schon, du bist nicht so richtig stark. Siehst du, schon kann ich dich verhören. Sammeln. Wenn das Symbol über einen Hauptmann erscheint, bedeutet es, dass er in der Nähe ist. Ach,
Der ist in der Nähe, aha. Kann ich auch gar nicht auswählen. Okay, zeig mir mal hier hin. Der mickrige. Gefahr. Der mickrige. Da kriege ich ja fast Angst. Knirsch. Kriegst du jetzt Angst, Kollege? Ja. Okay, das ist geil. Das finde ich ja gut, dass die sich dann hier ins Hemd machen. Schön. Okay, ich mach mal noch die Nebenmission hier und dann mache ich vielleicht mal doch die. Dann mache ich vielleicht doch mal den nächsten Hauptauftrag. Ups. Aber hier, ich sehe gerade auf der Karte, da ist noch so ein Totenkopf. Was bedeutet das denn? Ja, sehe ich jetzt gar nicht. Hier vorne. Na gut, ich probiere nochmal das Ding hier. Ach ja, kommt. Jetzt kann ich Hinrichtung machen. Ja, oder auch nicht. Die erbärmlichste Hinrichtung ever. Hallo. Kulak der Mickrige, Ziel befindet sich hier. West. Ach so, das ist hier eine Markierung für den Typen. Okay. Also ein Machtkampf hier hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Und wieder zwei Fertigkeitspunkte, aber ich kann nichts machen. Hauptaufträge. Naja, gut, dann mache ich halt hier die anderen zwei Dinger, die ich noch nicht habe. Attribute. Deutsch. Mehr ist gar nicht. Ja, schließe Haupt- oder Nebenprügelmissionen ab, um Macht zu erhalten. Hm. Na gut. So, hoffentlich kriege ich das diesmal besser hin. Einer. Zwei. Ja, nur lädt jetzt die Kacke nicht mehr auf. Ach, ficken. Ach, kommt. Yes. Ah, es steuert sich ein bisschen fummelig hier. Muss man sagen. Vielleicht ist die Empfindlichkeit einfach noch nicht gut eingestellt, jetzt so für mein Verhältnis. Ach komm, ja, jetzt habe ich wieder voll. Sieben. Ach. Ah. Mann! Oh, God damn it! Wieder gepennt! Verflucht noch eins, ey. Oh, okay, die Mission mag ich schon mal überhaupt nicht. Mann, Mann, Mann. Das ist ja zum Kotzen. Snagok. Macht zwei. Oh, ah, jetzt kämpfen die gegeneinander. Okay. Ah, ja. Und er ist schon tot. Na, schön. Das ging schnell. Unter den Uruks herrscht ein ständiger Konkurrenzkampf. Im Laufe der Zeit erhältst du Kampfberichte, die die Ereignisse aller ungelösten Machtkämpfe aufführen. Na, der war schnell gelöst, oder? Moin, moin, Mosch! Ja, wie finde ich das? Hm. Eigentlich ganz cool bis jetzt. Ein paar Schützenausbilder, ui. Ja, eigentlich ganz cool. Also, ist halt so ein bisschen Batman, Assassin's Creed. Besser als Assassin's Creed allemal. Doch, macht schon Spaß.
kann jetzt auch nicht unbedingt sagen, was ich erwartet habe, ob ich irgendwie groß was anderes erwartet habe. Deshalb, mal sehen, ich muss, ich glaube, ich mache X, ja, okay. Ich glaube, ich mache jetzt nochmal gleich die nächste Hauptmission. Was ist das? Information. Und dann muss ich mal gucken, wie die Story noch so ist, weil so richtig viel habe ich von der Story noch nicht mitgekriegt. Moment, habe ich nicht schon Explosivkacke her? Ach so. Das war gar nichts so richtiges. Also es ist allemal besser als Assassin's Creed, ganz einfach eben wegen dem Kampfsystem. Das Kampfsystem ist 100% von Batman übernommen, ist auch von Warner, deshalb wundert mich das jetzt auch nicht. Und das macht schon Spaß, es ist ein bisschen, also es ist deutlich einfacher, zumindest jetzt noch. Oh ja, Kacke, und dann kommt schon das erste Drecksbiest hier. Ah, ich hab doch gedrückt, ihr Schweine. Ja, what the fuck. Ey, ich spring doch, sag mal. Willst du mich verarschen, du Dreckshöhle? Kriegst du halt einen Pfeil aufs Maul. Schön ins Hirn rein. Du Sau. So, okay. Hält er vielleicht mal die Klappe jetzt hier. Wo ist denn der Pilz hier? Da. Ja, also das Kampfsystem ist, oder die Kämpfe sind bis jetzt zumindest noch nicht so schwer wie bei Batman. Weil es auch noch nicht so richtig viele unterschiedliche Gegnertypen gibt. Aber so an sich macht es schon Spaß. Ich muss mal noch ein bisschen nach der Welt gucken. Also davon habe ich jetzt auch noch echt noch nichts mitgekriegt. Um was es hier so richtig geht. Oh nein, diese Dreckstöge. Kämpf du ruhig gegen die anderen hier. Ach Mann, warum klappt denn das nie mit dem Ausweichen? Traf ich nicht. Ich drück doch X, du Fickvieh. Und wieder versaut. Ah, ist zum Kotzen. Da zuppelt er mal noch kurz in meinem Arm und dann bin ich schon tot, ey. Ah. Gibt's ja nicht. Ich drücke X. Es steht ja nicht da, dass ich noch in irgendeine Richtung drücken muss. Und während ich hier kämpfe, ist doch logisch, dass ich noch in eine Richtung drücke. Ich werde jede Waffe einsetzen, die man mir in die Hände legt. Ja, super. Und ich krieg immer Macht, indem ich hier sterbe. Klasse. Das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Aber die Aussicht ist ganz cool. Wie ist das eigentlich mit diesem Nemesis-System? Hab nur gehört, dass da irgendwas gibt. Puh, kann ich dir nicht sagen. Also ich habe ja hier... Die haben mich ja jetzt schon ein paar Mal getötet, so ein paar Hauptmänner. Und das sind jetzt hier diese Dreiecksymbole, Vergeltungsziel. Aber... Stärken, Schwächen anzeigen, ja. Keine Ahnung, ob der jetzt... Also die steigen scheinbar auch im Rang auf und werden dann irgendwie stärker. Hier hinten, also hinten im Schatten sieht man so die Stärksten der Garnison oder was auch immer das genau ist. Aber wie das so richtig dann weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Und die meisten Kämpfe gegen die Typen sind ziemlich einfach. So wirklich die Hunde, die mir hier Probleme machen. Aber ansonsten habe ich mir eigentlich bis jetzt gegen keinen so richtigen Problem gehabt. Hm. Na schön, ich mache nochmal eine kleine Pause und dann mache ich auf jeden Fall mal die nächste Hauptmission. Oh, guck mal hier unten, ich sehe es doch schon auf der Map. Oh, hier unten geht auch die Kappe ab. Okay, ich lasse euch ein bisschen mit dem Gemetzel hier und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.